bin Kathi und heute zeige ich euch drei Frisuren, die ihr ohne Haargummi und ohne Klammern hinbekommt. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr seid morgens total optimistisch und denkt euch, yes, heute gehe ich mit offenen Haaren raus. Und dann fangen sie an, einfach nur noch zu nerven und hängen im Gesicht rum. Oder ihr seid im Sportunterricht und habt kein Haargummi dabei. Und der Rest der Mädels auch nicht, wie immer natürlich. Oder ihr möchtet abends nochmal spontan weggehen und ihr habt einfach nicht die passende Frisur. Ich habe die Lösungen und los geht's. Wir beginnen mit der Vorbereitung eurer Haare und zwar machen wir das morgens, bevor wir aus dem Haus gehen. Ich benutze den Nivea Pflege und Halt Haarschaum. Den knete ich in meine ganzen Haare, verleiht meinen Haaren ein kleines bisschen Struktur für die Frisuren später, pflegt sie und lässt sie glänzend und gesund aussehen. Und im Laufe des Tages werden bei mir zumindest die Haare immer nerviger, hängen mir oftmals im Gesicht und folgendes könnt ihr dagegen tun. Ich habe einen Mittelscheitel und nehme mir erstmal drei Strähnen und dann flechte ich einen holländischen Zopf und lege die Strähnen immer von der Seite unter die mittlere. Dann lege ich die Strähne wieder drunter, nehme mir aber dieses Mal Haare dazu von der Seite und füge das dann der Strähne hinzu. Wieder drunter legen, Haare von der Seite nehmen und zu der gleichen Strähne hinzufügen. Das flechte ich dann erstmal bis hinten runter. Der Trick dabei ist jetzt, dass ihr diese kleinen Knoten, die ihr in euren Haaren habt, nicht sofort rausmacht, wie ihr es normalerweise macht, sondern ihr flechtet dann einfach weiter und flechtet diese Knoten quasi einfach ein, bis ihr nicht mehr weiterkommt und dann sucht ihr euch so eine kleine Schlaufe und zieht die restlichen Haare einfach durch. Mit diesem Zopf gewinnt ihr garantiert keinen Schönheitswettbewerb, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und ich habe ihn schon unzählige Male verwendet. Und das gleiche auf der anderen Seite. Zwei Finger durch und die Haare durchziehen. Das sieht dann so aus. Ein bisschen frech, aber irgendwie auch besonders und ihr habt keinen Haargummi benutzt. Um euch mal zu demonstrieren, was ihr auch machen könnt, ich habe hier einen einfachen holländischen Zopf geflochten. Den mache ich mir meistens, wenn es schnell gehen soll und der hält auch wunderbar. Für die nächste Frisur fassen wir unsere Haare erstmal in einen Dutt zusammen. Und zwar drehe ich meine Haare in eine Richtung ein. Und in die entgegengesetzte Richtung ineinander. Das macht ihr, bis ihr noch ein kleines Stückchen Haare übrig habt, je nachdem, wie lang eure Haare sind. Und dann sucht ihr euch auch wieder so eine kleine Schlaufe und zieht mit zwei Fingern die Enden der Haare hindurch. Das könnt ihr auch schön stramm ziehen. Und das Ende könnt ihr auch noch verstecken, wenn ihr möchtet. Sehr effektiv, geht extrem schnell und ist vor allem für ein bisschen strukturierte oder lockige Haare gedacht. Als letztes zeige ich euch nochmal, wie ihr das noch so kombinieren könnt. Ich habe jetzt hier zum Spaß nochmal vom Hinterkopf so eine Strähne genommen. Das sieht einfach ein bisschen schicker aus. Habt ihr einmal drum gewickelt und dann einfach zu einer der drei Strähnen getan. Und dann flechte ich einfach einen ganz normalen dreisträngigen Zopf. Ihr müsst aber darauf achten, dass es oben ziemlich stramm ist. Dann flechte ich ihn ganz normal runter. Ihr könnt auch einen Fischgrätenzopf machen oder einen Twist. Und ein bisschen über Ende eurer Flechtung suche ich mir dann wieder so ein kleines Loch und ziehe die restlichen Haare hindurch. Und das hält so noch nicht bei mir, deswegen suche ich mir wieder irgendein anderes Loch und ziehe die Haare wieder durch. Und in diesem ganzen Geknote sucht ihr euch erneut eine kleine Lücke. Beziehungsweise ihr müsst sie selbst erstellen und die Haare wieder durchziehen. Das hält wirklich ziemlich gut und ihr seht einfach nochmal, was ihr sonst noch machen könnt. Ich habe meinen Zopf hier noch ein bisschen aufgezupft, weil ich das gerne mag. Und fertig ist auch diese Frisur. Welche Frisur hat dir denn am besten gefallen? Schreib es mir in die Kommentare und auf jeden Fall auch, was du dir sonst noch für Frisuren von mir wünscht. Vielleicht irgendwas
für den Sommer. Um kein Video mehr zu verpassen, solltet ihr den Nivea-Kanal abonnieren. Und zwar klickt ihr einmal hier drauf. Das könnt ihr auch am Handy machen. Und hier findet ihr eine Playlist mit ganz vielen weiteren Videos, die ich schon gemacht habe. Mit ganz vielen Tricks und eigentlich alles, was ihr so braucht. Ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!